Was geht los und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute mal wieder mit meinem Bruder. Was geht ab? Was geht? Heute gibt es den nächsten Tag der Elfmeterwoche, Elfmeterschießenwoche. Heute haben wir eine kleine Bestrafung am Start. Und zwar kriegt der Verlierer mit der Software ein paar Schüsse ab. Sieht man, das sieht man. Man sieht sie auf jeden Fall. Wir machen so die Differenz. Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel 5:3 gegen ihn gewinnen sollte, darf ich ihm 2 Schüsse, egal wohin, auf den Körper ballern. Weißt, ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, Leute. Wollt ihr es ganz öfter sehen? Was denkt ihr, wer gewinnt? Hashtag Till, Hashtag Klaas, ab in die Kommentare. Hashtag Software in die Kommentare, wenn ihr es ganz öfter sehen wollt. Macht die 1 Milliarde Likes voll. Dann wissen wir, dass ihr das Ganze mit Software-Bestrafung öfter sehen wollt. Nicht vergessen, shoppen, auschecken. Nice Design, schwarz-weiß als T-Shirts-Pullover. Das gibt auch ein schwarz-weiß als T-Shirts-Pullover. Orange, blau, rot, grün. Let's go. In 4 Camouflage-Farben. Ein bisschen entspannt. Das haben wir auch noch. Nice LED. Ich mein, let's go, wegen Shop. Handyhülle haben wir auch noch. Orange, blau, rot, grün. Shop ist immer geil. Shopping, Shop. Und gratis Autogramm, da gibt es auch noch dazu. Also würde ich sagen, starten wir ins Video. Let's go. Nicht wegflexen. Oh, fetten Dreck. Ramos kommt wieder nicht. Sergio Ramos kriegt bestimmt wieder keine Karte, obwohl er es wieder absolut. Ah doch, der kriegt sogar rot, glaube ich. Boah, das ist glatt rot. Das erste Mal, dass Ramos glatt rot kriegt bei so einer Grätsche von hinten. Sonst kriegt er eigentlich nie was, ne? Ich glaube, die Schiris sind so ersten Tag von der Demo, haben wir erstmal ein bisschen gechillt so. Gechillt. Jetzt grooven die sich erst rein, Alter. Dann rastet auch aus. Okay, boah, das Bittere. Du kannst dann gleich mit Ramos keine Elfer schießen, ne? Ey. Aber, ja, was? Es gibt hier auch Timing vorm Schuss. Ja, ich weiß, das habe ich auch. Das haben wir in den ersten Videos gar nicht gecheckt. Man kann auch richtig timen, ne? Das ist mir auch mal aufgefallen, ne? Okay, bist du ready? Salah. Mit dem ersten Elfer hier. Nein! Warum habe ich es versucht? Alter, was war das? Nein! Was war das denn? Warum habe ich das Timing versucht? Ja, ich habe versucht zu timen. Und wenn der rot ist, geht der weg. Ja, natürlich. Au. Scheiße, ey. Oh, Alter, da muss man sich ganz gut überlegen, ob man timet oder nicht. Also, ich glaube, wir sollten es nicht übertreiben mit den Timings, sondern erstmal so die Elfer hinkriegen und dann kann man. Ja, bei den ersten Elfmetern kann man ja sowas mal versuchen. Ja, trotzdem dumm von mir. Es geht um eine Software-Bestrafung. Da wird das Spiel gleich abgebrochen. Das wäre fair, ey. Was? Hä, genau rot! Der Schiri ist ein richtiger. Junge, er ist ein richtiger. Ey, guck mal, das war doch jetzt so schlimm, weil. Ey, jetzt, das war aber ein bisschen Ball gespielt, ohne Witz. Deswegen regt sich Jürgen Klopp heute zurecht auf, weil das war nur Geld, war nicht mit Geld. Das war jetzt aber ich. Okay, Eden Hazard, versuchst du mit Timing oder lieber ohne, ey? Ich sag's dir. Ich weiß nicht. Der macht eh sicher ohne. Komm, ja, Alter. Ich hab's noch versucht, aber es war zu spät. Ja, der war aber ganz schwach geschossen. Ich hab mich darauf konzentriert, das ist halt die Scheiße. Ja, okay, beide haben verschossen, Leute. Für die, die nicht wissen, wir müssen das Ganze natürlich jetzt so machen, weil es gibt in der Demo noch kein Elfer-Schießen, ne? Wer das Ganze irgendwie später sieht oder so. Deswegen müssen wir die Elfer selber rausholen und kommen mit zu meinem zweiten Elfer ab. Ich dachte irgendwie, der gibt Vorteil oder so. Es gibt auch wieder rot, safe. Ey, wenn es jetzt auch wieder rot gibt, Alter. Nicht Hazard, nicht Hazard. Oh, aber du hast schon mit Hazard du hast ja eh schon geschossen mit Hazard. Deswegen wäre es nicht ganz so schlimm gewesen, du darfst eh nicht nochmal mit Hazard schießen. Ja, aber trotzdem. Also von daher. Ja gut, aber bringt ja auch nicht viel. Gut. Als Geheimwaffe. Okay, wird mal Zeit. Jetzt Salah hatte ich schon, das heißt... Schwummrig heute. Mané. Okay, come on. Wird mal Zeit, jetzt einen zu treffen, würde ich sagen. Weil sonst... Oh, der war perfekt in den Winkel. Aber ich habe auch nicht grün getroffen, deswegen... Ey, der war perfekt in den Winkel gezielt. Alter. War nicht perfekt in den Winkel, der war mittig. Nein. Du guck dir die Aufnahme später an, der Kreis war genau im Winkel. Der Kreis, aber ja, der Schuss nicht, weil ich nicht ins Grüne getroffen habe. Wenn ich ins Grüne getroffen hätte, wäre er wahrscheinlich genau in den Winkel gegangen, Alter. Ey, guck mal, das war auch ein Foul eigentlich schon vorher, ne? Wenn der sich einfach nur fallen lässt, Benzema, kriegt der einen Elfmeter dafür. Alter, das checke ich noch nicht so ganz, warum sich die Spieler bei so Aktionen dann nicht fallen lassen. Ohne Scheiß, Ultimate Team Weekend, ich würde mich da übertrieben aufregen. Müsste man die Neymar-Regel einführen. Der gibt nicht mal eine Karte jetzt, aber ich würde mich da übertrieben aufregen, wenn das ein Ultimate Team irgendwie wäre, dass er dann zum Beispiel da beim ersten Mal kein... sich nicht fallen lässt. Weil sonst wäre es außerhalb des 16ers, wäre safe Elfer. Safe Elfer außerhalb des 16ers. Ja, gut. So. Wäre safe Freistoß. Benzema, der Typ, der hat eine Wumme wie sonst, das weißt du ganz genau. Okay, schauen wir mal. Dann dein zweiter jetzt. Also wird mal langsam Zeit zu treffen, ich sag's dir. Komm. Nein! Mach Lupe, ey. Ich war kurz überlegen, stehen zu bleiben. Oh. Disrespect von Benzema. Ja, der war ganz schön, der war ganz schön. Der war wirklich schön, ey. Spannend, ey. Oh, Disrespect von Karim, ey. Oh, der war aber gut, ey. Der Lupfer war nicht schlecht, muss ich sagen. Und der war ziemlich knapp, Alter, jetzt mal ganz ehrlich. Ja. Guck mal unter die Latte. Da geht's. Ja, okay. Ja, gut. Hätte ich aber ein bisschen fester gedrückt, vielleicht wäre der gegen die Latte gegangen. Elfer war schon gut. Okay, 1:0, endlich mal das erste Tor hier. Mein dritter Elfer, jetzt wird langsam Zeit für mich hier. Firmino habe ich noch, Firmino. Roberto Firmino, ist wieder beschwungen. Henderson hat nur 64 Elfer. Ach du Scheiße. Ja, aber Fabinho 91 Elfer, Alter. Ja, lass mich mal Fabinho schießen hier. Okay, weil langsam muss ich mal echt hier treffen. Let's go. Nein, Mann, oh, zur anderen Seite.
Der war aber perfekt, Mann. Ohne Scheiß, der ey. War gut, ja. Der war richtig mit Zug geschossen. Der sah mit Zug. Richtig mit Zug. Der war wirklich gut, Alter. Den will ich mir nochmal anschauen. Hast du Dings hier gemacht, eine R1? Nee, ich hab gar nichts gemacht eigentlich. Hey, der war davor reingekurvt. Ja, aber irgendwie hat er den automatisch gemacht. Guck dir das mal an, wie der gekurvt ist. Ja, ich weiß. Der hatte richtig guten Effekt. Aber ich hab. Boah. Aber ich hab Gott sei Dank auch nicht ganz an den Rand gezielt. So, der hat noch richtig. Jawohl, wenn der Torwart hätte den wahrscheinlich gehalten, sogar wenn er hingesprungen wäre. Nee. Eine richtige Grätsche da, Martip. Ja, schönes Ding. Was war das am Anfang da wieder für eine erste Grätsche? Der hat auf den Boden gelegt. Der gibt hier wieder rot. Also Martip hätte eigentlich eben schon gelb. Was war das gerade? Er hat nichts gemacht, auf einmal schreit er. Eigentlich hätte Martip ja eben schon gelb gehabt haben sein müssen kriegen. Jetzt hätte er auf jeden Fall safe gelb-rot kriegen müssen. Aber gut, Elfmeter Nummer 3 für dich. Du kannst in Führung gehen jetzt hier mit dem 2-1. Momentan steht es 1-1. Wen hast du noch? Kroos. Okay, Kroos hast du noch übrig. Okay, come on, Alisson. Wir müssen jetzt mal einen halten. Hast du einen gehalten eigentlich bei mir? Weiß gar nicht. Komm. Nein. Oh, Glück gehabt. Ich wollte eigentlich wieder nach rechts. Ja, und er hat in die Mitte geschossen. Ich wollte eigentlich nach rechts springen, aber ich war zu weit rechts. Deswegen konnte ich zu weit links. Deswegen, siehst du, deswegen bin ich genau in die Mitte gesprungen, ey. Aber sonst wäre der, glaube ich. Ja, aber der war ja wieder rechts. Ja. Aber er hat nach links irgendwie. Okay, 1 zu 1, Leute. Rot, vierte Rote. Aggressiv. Da hast du deine dritte schon. Nee, gib mir Geld. Okay, wen habe ich noch? Firmino habe ich noch und Vinaldo, meine letzten beiden Schützen. Okay, schauen wir mal. Also wird, glaube ich, schwer für einen hier mit zwei Treffern zu gewinnen. Könnte hinterher nur einen Schuss mit der Soft ergeben. Aber gut, wir werden sehen. Noch ist alles möglich. Alles ist möglich. Toyota, nein! Oh, ich hätte ihn gehabt. Wo schießt er hin? Fuck, Alter. Alter, jetzt mal ohne Witz. Guck mal die Hand von Courtois an, Alter. Ja, hat der easy gehabt, aber wo schießt er hin? Ey, ich habe in die Mitte des Tores gezielt gehabt. Das war stark von Firmino. Also ich glaube, man muss schon viel mit dem Time-Finish auch beim Elfmeter arbeiten, weil sonst gehen die wirklich teilweise so krass drüber. Naja. Boah, Alter. Ey, das war richtig aggressiv, ey. Den wollte er haben, ey. Der war richtig aggressiv von Robertson. Oh, das geht auch wieder glatt rot. Ey, so viele Roten hatten wir noch nie. 2-2 jetzt. Oh mein Gott, Alter. Okay, dein vierter Elfer, ne? Ich führe. Nee, ich wollte gerade sagen, ich führe 2-2. Ich habe komplett drüber geschossen. Ich sage, ich führe 2-2. Okay, Kroos hat schon. Modric hast du noch übrig? Modric hast du noch. Der 82 Elfer. Gute Elfer-Stats. Okay, du kannst in Führung gehen. Ey, hör doch mal auf. Ey, die Lupfer sind sogar, glaube ich, die sichersten. Ja, ich glaube. Weil die gehen wenigstens aufs Tor dann, wenn du nicht zu sehr ballerst. Wenn du dich zu sehr drauf ballerst. Ich muss Jana noch mal ein bisschen rausfinden. Scheiße, mit dem Timing und so, vor allem wird das richtig. Das Ding ist, bleibe ich jetzt beim letzten Mal in der Mitte stehen oder nicht, ist die Frage, ey. Der Luft safe nicht nochmal jetzt. Oder der Luft doch nochmal. Ey, scheiße, ey. Du fragst dich jetzt schon, ob du musst erstmal deinen schießen. Ich muss erstmal noch meinen treffen, sonst hast du gewonnen, ne? Oh, mein Mist. Freund. Ey, da hat er gewonnen, ey. Nein. Ich weiß, Henderson. Du hast Mané auf jeden Fall noch. Mané habe ich nicht mehr, nee. Dann nimm Henderson. Nehme ich Henderson. Henderson hatte ich auf jeden Fall noch nicht. Okay, letzter Schütze, er muss jetzt treffen. Henderson. Weil sonst. War's das Ganze? Jawohl, Alter, wichtiges Ding. So ein Dreck, Alter. Wichtiges Ding, auch wenn ich ihn eigentlich gar nicht dahin schießen wollte. Also die Elfer sind wirklich, muss ich ehrlich zugeben, sind schon komisch, ne? Mhm. Also müssen wir uns echt noch ein bisschen reinfinden in die Elfer. Aber gut. Die sind halt komisch. Ja, wir schauen, dein letzter Elfer. Du musst jetzt treffen. Wie soll man denn bitte offline Elfmeterschießen machen? Ohne die Dinger, ja, das geht nicht. Du kannst das treffen. Egal, na gut. Wir kommen zu seinem letzten Elfer. Kann er die Challenge für sich entscheiden. Boah, Alter. Martip, ey. Boah, scheiße, das ist die sechste Gelbe. Ich hoffe echt nicht, dass er jetzt abbricht irgendwie. Boah, ich weiß nicht, wann der abbricht, ey. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, Martip, der hat schon 5 Elfer versucht oder so gespielt. Was ist eigentlich mit Martip los, Alter? Der denkt sich, oh, was ist denn hier los gewesen? Okay, letzte Elfer für dich. Hazard hast du schon. Wen hast du denn überhaupt noch übrig? Schau mal, wenn du noch am Start hast. R2. Guck mal, Benzema, Kroos, Casemiro hast du noch. Vinicius hast du auch noch. Ich glaube, ich vertraue das mal wie nie. Okay, tut sich bei beiden nicht viel von den Elfer-Stats her. Let's go, Alisson. Come on, du musst ihn haben. Sonst gibt es die Soft. Oh mein Gott, der war aber sehr, sehr schön. Boah, Alter, der war mit richtig Effekt. Wolltest du in die Mitte? Eigentlich nicht. Ich war gerade überlegen, wäre ich einfach in der Mitte stehen will wegen seinem Elfer. Ich war kurzzeitig immer überlegen, habe ich gedacht, normal lupft der nicht. Ich schieße ja doch in die Mitte, ey. Okay, Soft der Bestrafung gibt's für mich. Okay, eigentlich nur einen Schuss, würde ich sagen, wir machen zwei. Also die Effe ist eigentlich relativ nice. Boah, Alter, ich habe den hier mitgeschossen mit Schuss. L2. Das bockt schon. Der Schuss war nicht schlecht. Okay, ich würde sagen, wir machen einen Schuss für die Differenz und einen Schuss, weil ich einfach verloren habe, weil ein Schuss ist sonst, ne? Boah, willst du ihn schießen? Boy, was? Du raus. Hast Bock auf beiden Wangen. Nein. Nicht ins Gesicht. Ins Gesicht ist zu gefährlich, weil wir haben keine Schutzbrillen. Schön Thumbnail. Okay, mach.
Digga, ich fühle damit, ich fühle damit. Das ist unglaublich. Ey, am Anfang geht's, es brennt übertrieben nach jetzt. Okay, es geht wieder, jetzt hat schon wieder nach. Jawohl, ein bisschen zieht's noch. Obwohl. Das lässt wieder voll schnell nach. Das zieht übertrieben. Andere Wade. Dann lässt du wieder nach. Okay, warte. Siemens? Mach gut. Ah, Leute. Er macht das nicht zu Hause nach, das ist echt. Das, aber es geht. Jawohl. Es zieht halt so ein bisschen nach, ey. Ah, okay, warte, ging. Ekelhaft ist, dass man immer danach so einen kleinen mini-blauen Fleck hat für ein, zwei Tage. Warte, ging aber. Du hast einmal, du meinst doch, Wade wäre voll schlimm gewesen. Wade war auch schlimm. Echt? Gut. Wade war. Wade nicht ganz so krass schlimm, aber gut. Wade war schon schlimm. Ja, gut, es zieht noch ein bisschen nach. Weil es waren 12 Schüsse, glaube ich, die ich auf die Wade bekommen. Okay, beim letzten Mal, bei dem waren es wirklich richtig viele. Das war's, Leute, von dieser Software-Elfmeterschießen-Challenge. Wenn ihr Bock habt, es zieht halt noch übertrieben nach jetzt, aber es geht eigentlich, Wade. Also, Wade ging. Das war's dann. Lasst gerne Like, lasst gerne Abo da. Checkt noch den Shop aus. Nächstes Jahr schwarz-weiß als T-Shirts, Pullover. Das gibt's auch noch in schwarz und weiß als T-Shirts, Pullover, orange, blau und grün. Genau. Kissen, Tassen, Turmbeutel, nice LED-Lampe haben wir noch am Start. Die Handyhüllen in Orange, in Blau, in Rot, in Grün, in den 4 Camouflage-Farben und gratis Autogrammkarte. Gibt's auch noch dazu. Checkt's aus, macht's gut, bis zum nächsten Mal und ciao.